Heute backen wir einen Apfelmuskuchen mit einem knusprigen Topping obendrauf. Für den Teig benötigst du weiche Butter. Zu Butter gibst du Zucker dazu. Vanillezucker, eine Prise Salz und das wird dann erst einmal gut miteinander verrührt. Als nächstes benötigen wir 4 Eier. Jedes Ei wird ca. 30 Sekunden untergerührt. Als nächstes wird das Apfelmus untergerührt. Und jetzt kann auch schon das Mehl hineingerührt werden. Ich habe jetzt hier Weizenmehl Typ 405, also das Standardweizenmehl. Dazu gebe ich noch Backpulver dazu. Und weil Zimt und Äpfel sehr gut miteinander harmonieren, kommt hier auch Zimtpulver dazu. Und nun können alle Zutaten miteinander verrührt werden. Wichtig dabei ist, dass man hier nicht zu lange rührt, nur so lange, bis eben das Mehl gut untergerührt ist. Wenn man zu lange rühren würde, dann wird der fertige Kuchen eher zäh und nicht so locker. Und hier habe ich eine Kastenform vorbereitet, die habe ich schon mit Butter bestrichen und mit Mehl ausgestreut, damit der fertige Kuchen dann sich besser aus der Form löst. Und da gebe ich jetzt den Teig drauf und verstreiche ihn. Ihr Lieben, beim Filmen ist mir leider eine Panne unterlaufen und meine Kamera hat es nicht aufgezeichnet, wie ich das leckere Topping auf den Kuchen draufgebe. Deshalb erkläre ich es euch jetzt so, weil ich fände es schade, das Video nicht online zu stellen, nur weil ich das vergessen habe oder das nicht aufgezeichnet wurde. Es ist nur ein kleiner Schritt. Ich habe einen Apfel geschält, ihn in kleine dünne Scheibchen geschnitten und habe das dann oben auf den Kuchen gesetzt, ein klein wenig eingedrückt. Dann habe ich den braunen Zucker oben drüber gestreut und dann schlussendlich die Walnussstückchen oben drauf gestreut und so kann er jetzt in den Backofen. Den Kuchen habe ich bei 180 Grad circa eine Stunde gebacken. Es kommt dabei auf den Backofen an. Eventuell braucht es bei dir etwas weniger Zeit. Und als der Kuchen fertig war und auch abgekühlt, habe ich ihn angeschnitten. Und ich kann dir sagen, dieses Topping ist super knusprig geworden durch den braunen Zucker. Der ist karamellisiert beim Backen. Und hat eben so eine richtig schöne, crunchige Schicht ergeben. Die Walnüsse sind auch schön angeröstet, also das schmeckt ganz, ganz fein. Der Kuchen selbst ist sehr saftig durch das Apfelmus und ja, einfach richtig schön herbstlich. Ich hoffe, dass dir dieses Rezept auch gefällt und dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ciao, ciao!